Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Heute looten wir den Rest des Krankenhauses. Wird ja auch Zeit, wir haben glaube ich jetzt schon 3 Folgen bis jetzt gehabt. Vier ist es ja nicht mehr und wir müssen langsam nämlich uns um die Verteidigung unserer Base kümmern. Wir haben Tag 18, um 6 ist es gleich. 5.57 Uhr um genau zu sein. So, wir wollten hier in der dritten Etage dieses Abteil hier noch cleanen. Um dann höher zu gehen, in die vierte Etage. So, da liegt einer. Bitteschön. Schadensbonus, sehr schön. Damit hat er nicht gerechnet, ne? Vielleicht nochmal einen Schadensbonus? Ich weiß gar nicht, was drin abgeht. Ich traue mich auch gar nicht zu gucken. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Ich glaube, der ist leer. Naja, komm mal. Die anderen schlafen jetzt zum Glück noch. Ein Koffer. Bisschen Munition, das ist gut. So, ich glaube, einer ist wieder wach. Ich traue mich jetzt einfach mal dran vorbei. So, hier ist nichts. Scheint hier eine weitere Anmeldung zu sein. Damit. Hier gibt es nichts zu looten. Wir haben Hunger. Das ist auch schlecht. Ein Burrito. Wie sich das Ding nennt, da lernen. Gut. Die kommen von der Seite. Können wir ja mal von der Seite kommen, wa? Let's go. Ach, jetzt sind sie durchgebrochen. Ja, das läuft. Nicht runterfallen, bitte, wenn es geht. Nicht runterfallen. Sachte nicht runterfallen, aber es gibt die XP-Punkte wenigstens. Jo, der ist die, der hat den Blimps gemacht, ne? So, der versucht sich bestimmt wieder von der Seite, natürlich. Aber nicht mit uns, ne? So. Ich würde ihn jetzt trotzdem mal vorsichtshalber hier aufstellen wollen. Ich höre schon wieder ein. Mal da hinten haben wir noch was vergessen zu zertrümmern. Das machen wir natürlich noch. So. Dann haben wir das schon mal. Das haben wir jetzt alles. Irgendwo prügelt sich wieder einer durch. Dann machen wir das hier kurz mit. So, und das Grinsen weg. Na, ach, Minno. Das gibt Minuspunkte. Das kann ich dir sagen. Oh gut, wir können jetzt so rumgehen. Das ist natürlich die Frage, wo kommt die jetzt wieder hoch, ne? Hier gibt es keinen wirklichen Aufgang. Okay. Trotzdem prügeln sie sich irgendwo durch. Also Augen auf. So, das haben wir. Das können wir bestimmt wegmachen. Zack. Das machen wir weg. So, da gab es nichts. Das können wir wegmachen. Ich hoffe, der Junk-Turret warnt uns davor. Nicht, dass wir uns umdrehen oder von hinten eine reingekloppt kriegen. So, weg. Auf jeden Fall ist irgendwo wieder Remi-Demi. Ich hoffe, es ist keine Zombie-Horde. Ich weiß gar nicht, wie viele Zombie-Horden wir jetzt in den letzten Folgen hatten. So. Kleber und Antibiotika. Laufen die denn rum? Machen wir die Tür zu. Du kommst mit. So. Ohne Momento. Hier kann ich ja gar nichts.
Ups. Ich sag ja, nicht, dass wir von hinten überrascht werden. Mann, wo kommt die denn plötzlich her? Bestimmt von hier. So. Ich hab's bloß noch gehört. Oh, zum Glück hat die uns nicht getroffen. Zu essen haben wir jetzt auch nichts einstecken, ne? Tacos sind das. Tacos können wir lernen. Okay, alles klar. Wird kein weg. Ich brauche nicht dieses Glas. Das sind Seeds. Ja, nichts zu essen einstecken. Ei, da graus. So, das hier abbauen. Und dann haben wir nämlich schon die dritte Etage erfolgreich gelootet. Das ist natürlich die Frage. Wenn ich jetzt hier rausgehe, wo komme ich hin? Ich muss bloß die Räume hier cleanen und dann kann ich wieder zurückgehen. Pustekuchen. Oh, das ist sehr gut. So. Irgendwann ist in der Nähe. Ja, Junk-Turret verrät's. Da gab's XP. Kommt denn die alle her? Komm mal mit. Dankeschön. Da waren wir. Kannst du nur runter oder was? Ach, guck mal an. Der nächste clevere Zombie. Denn ich merke, dass da ein Loch drin ist. So. Ich denke mal, das hat sich geklärt. So. Ja, ist ja nicht mehr viel. Eins, zwei Etagen noch. Dann sind wir schon auf dem Dach. Das sollten wir heute alles hinbekommen. Hier könnten wir noch rumgehen. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Aber wir gucken mal, wo wir hier sind. Vielleicht waren wir ja auch schon. Ja, wir waren hier schon. Gut, dann brauchen wir das nicht. Hier geht es hier wieder hoch. Straight zurück. Und hier ging es auch nicht weiter. Okay, doki. Weiter geht's. Dann können wir jetzt einmal zurückgehen. Hier war nichts mehr. Sehr gut. Doch, hier haben wir noch was. Ja, lol. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Ja, hier ist nichts versteckt. Okay, doki. Dann geht es weiter. Wir sind jetzt in Etage 3. Gehen wir zurück in Etage 4. Genau, das hat man ja schon gemacht. Hier müssen wir uns wieder freischaufeln nach oben. Eieiei. So. Die Etage hat man, glaube ich, schon auch, ne? Ja, die hat man auch. Dann können wir uns nämlich direkt hochbuddeln in Etage 5. Beziehungsweise... Ja, komm, wir buddeln uns hoch. So dermaßen zugeschüttet ist, frage ich mich. Im Moment reagiert kein Zombie, das ist gut. Das Stamina geht immer weiter runter, das ist nicht gut. Bräuchte mal was zu essen. Sollte reichen, denke ich mal, oder? Nein, das reicht nicht. Dann das noch weg. Dann mach das nochmal weg hier. Jetzt kommen die ersten Zombies. Darauf zumindest reagieren. Die Fliese kannst du ganz lassen. Ja, hallo. Ja, und kein einziger Schuss hat gesessen. Willst du mich verarschen? Das ist eine Schrotflinte! Wieso denn?
Will er sich jetzt so sprügeln? Ich sag ja nicht, der ist runtergesprungen. Von der ganz anderen Seite kommt er. Dann halt so. Da bin ich immer, wenn ich nachlade. Könnt ihr nicht mehr abwarten? Mann, 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 Mann. Ja, wir sind verirrt, haben wir. Natürlich Antibiotika. Sehr gut. Der muss uns natürlich vergiften. Ist klar. Ne, Mann. Und zum Glück haben wir noch andere Antibiotika. Hier haben wir noch eine. Falls jetzt nochmal so einer kommt, der meint, uns vergiften zu müssen. Okay, hier könnten wir uns rüberbauen. Bauen wir schon mal hier hin. Falls es doch... Ja, genau. Bleibt doch nicht mehr so rum. Wir sind hier nicht allein. So, falls es schnell gehen muss. Das kann man so lassen. Okay, das haben wir schon mal vorbereitet. So. Das haben wir. Das ist diesmal offen. Ups. Es gibt eine Treppe nach oben. Also eine Leiter nach oben. Tatsächlich. Oh mein Gott. Ja, wir bleiben erstmal hier unten. Okay, das ist nicht gut. Willst du mich verarschen? Wo kommt ihr denn her? Wenn das so weitergeht. Ja, moin. Oh, sehr gut. Das gefällt mir. Das könnte öfters passieren. Nachtsichtgerät. Wie geil ist das denn? Tragen. Okay, anstelle der Brille. Alles klar. Kann ich das Nachtsichtgerät auffärben? Sprich, modifizieren natürlich. Jetzt gucke ich nach oben. Alles klar. Ach, das hat schon. Automatisch. Das ist gut. Okay, irgendwo brügelt sich wieder einer durch. Wir laden erstmal nach. Den Hund müssen wir noch uns holen. Hier ist keine Horde wieder drin, ey. Da liegt wieder einer. Wieder Medizin. Hauen wir mal mit der Hand weg. Weil wir es können, ne? Vitamine. Kannst du mal nachladen? Da liegt noch einer. Der ist kaputt, ne? Hm. Haben wir noch? Ich glaube nicht, ne? Ah, schade. Gut, dann müssen wir uns selber helfen. Sehr gut. Was brauche ich für ein Reparaturkit? Reparaturkit. Ich schmiede das Eisen und Klebeband. Beides haben wir nicht. Kommt der nächste und noch einer. Jetzt eine Handgranate. Oder eine Rohrbombe. Da haben wir, glaube ich, alles in der Base, ne? Noch einer. Ich helfe dir mal. So. Sehr gut. Nächste Loot-Drop. Wir sollten erstmal gucken, ob hier irgendwo noch jemand ist, ne? Oh, sehr gut. Was zu essen. Endlich. Das können wir uns natürlich hier komplett. Die Rettung in allerletzter Not. So.
dürfte jetzt gar keinen Hunger mehr haben. Das müsste jetzt oben nicht ansteigen. Irgendwo bricht wieder einer durch. Das hier in der Luft hängen ist ein bisschen blöd. So, perfekt. So. Den Koffer nehmen wir mit. Ja, gut. So. So. Ach, da kannst du hier runter gucken. Das sind die Lehrräume, glaube ich. Für angehende Doktoren. Ich hab's wieder ignoriert, ne? Ja, ja. So. Da kommen wir nicht raus. Das würde ich hier gerne mitnehmen. So, falls das hier hinten rausgeht, nehme ich noch draußen die Couch schnell mit. Zack. Die Lampe können wir uns auch mal wieder gönnen. Wir müssen auf jeden Fall Autos auseinandernehmen. Auch demnächst. So. Jetzt gucken wir mal, wo es hier draußen hingeht. So. Das sieht nicht gut aus. Dankeschön. Ach. Hulk für Arme kommt wieder. So, jetzt ist aber gut. 750. Sehr gut. So. Halt, stopp. Den nehmen wir mit. Einem geschenkten Gausch hat man ja bekanntlich nicht ins Maul, ne? Ach, hier unten sind wir rausgekommen, alles klar. Ja, das kleine Vordach, was wir von unten gesehen hatten. So. Nitrat. So. Sind schon wieder voll, ne? Da darfst du keinem erzählen. Gut, dann haben wir diese Etage jetzt auch gecleant. Sehr gut. Und das geht auch langsam. Jetzt kommen wir hier nach oben in die nächste Etage. So, wie sieht es von hier ein Zombie durch? Noch ein Lootabwurf. Sag mal, wie viele Lootabwürfe müssen wir erstmal. Die müssen wir mal abklappern. Stamina. Regeneriert gar nichts, weil. Bei 55 Schluss ist, ne? So. Haben wir schon. Wartet mal, ich muss mal was gucken. Halsduch Hammer. Das heißt, den können wir zerlegen. So. Hier geht es natürlich dann noch höher. Einen Topf, Kaffee. Wir sind schon wieder einmal komplett. Voll. Modifizieren. Dann haben wir das rein. Dann haben wir da wenigstens ein Slot. Irgendwo arbeitet sich wieder einer durch. Ich will es gar nicht wissen. Die Mülltonne. Wir sind eigentlich schon wieder zurück. Aber jetzt zur Base zurück. Ich weiß ja nicht. So. Denn der Hunger ist immer noch da, ne? Das ist sehr erstaunlich. Nachdem, was wir jetzt vertilgt haben. Fight Mod, Improved Fighting Mod.
Die zwei müssen wir hier zurücklassen, weil wir halt voll sind, ne? Das kann ich noch zerlegen, das kann ich noch zerlegen. Dann müsste das noch gehen. Genau. Genau. Da war dann Adler. Ne, Adler ist auch schon ein Geier. Jawohl, ich hab's doch gesagt, wo ist er denn? Jetzt müssen wir natürlich auch noch crouchen, ne? Jetzt mal die Blutung stillen. Scheiß Geier. Wo ich immer Adler sagen will, da oben ist er. Und noch einer. Das ist der nächste. Vergiss es. Nicht mit uns. Liegen bleiben. Und du kannst dich auch hinlegen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil ohne Junk Turret. Da geht's hoch aufs Dach. Wir haben hier mindestens zwei Geier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, hier geht's auch noch hoch. Dann gehen wir mal hier hoch. Zwei Geier, ne? Das ist die nächste Etage. Lass mich raten. Der Gegenstand muss repariert werden. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen wirklich zurück. Oh, kein Zombie. Noch was zu essen, das ist gut. Steine braucht. Das ist, was ich nicht wirklich brauche. So. Wir hochgekommen sind? Ja, gut. Weiß ich Bescheid? Weiß ich Bescheid, ne? Schätzchen. Jetzt kommen die ganzen tollen Sachen, oder was? Hey, die Witzke. So, das haben wir. Das können wir komplett aufkloppen. Bin jetzt immer reingekommen, alles klar. Da gibt es ja nur noch einen Weg. Ohne Moment, da. Was erwartet uns hier hinter dieser Tür? Ich bin gespannt. Müssen wir es im Hinterkopf behalten, dass draußen zwei Geier rumschwirren, ne? Was ist das? Oh, Glutkisten! Ich wollte gerade sagen, wie ist das hier zugebaut? Ja, nice! Bloß, dass ich hier nicht durchkomme. Irgendwo klappt sich trotzdem noch irgendein Zombie durch. Man hört es richtig. Das kriegen wir alles gar nicht mit, ne? Wir gucken jetzt mal rein. Dann würde ich sagen, düsen wir ganz schnell nach Hause, entlernen uns. Und dann düsen wir nochmal zurück. Dass wir das in dem Tag heute hier schaffen, am Tag 18. Du hast Kaffee, trinken wir das? Ah ja, gut. Trinken wir trotzdem Kaffee. Lass uns mal mit Power schlägen, dass es schneller geht. Ja, die Stamina ist halt relativ down, ne? Jetzt müsste hier noch eine Zombie-Rote kommen gleich. Aber wie jetzt ist es laut klopfen, ey. Na komm. Ich will vorher den Stein hier zerklappt haben, ey. Jetzt. Sehr gut. Und hier geht's, glaube ich, hoch zum Dach, ne?
Das heißt, wir sind kurz davor, hier durch zu sein. Sehr gut. Das würde ich mitnehmen. Das können wir schon mal mitnehmen. Wir nehmen das alles mit, was geht, ne? Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht stacken. Das können wir aber zerlegen. Das kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Verrottete Tasche. Was kriege ich dafür? Stoff, das ist schon mal gut. Poppenpilz. Bitte was zu essen. Tierfett. Kann ich gar nichts davon mitnehmen, das ist schlecht. Passing Gas. Ja! Oh, und eine Stufe 4 Eisenspitzhacke. I'm so sorry, but... Das brauchen wir. Das würde ich hier lassen. Erstmal. Das brauchen wir unbedingt. Reparieren. Wir können eine Junk-Turret reparieren. Ja. 18 Stück. Ja, Halleluja. Da gebe ich das freiwillig ab. Und wir haben jetzt auch noch eine Eisenspitzhacke Stufen 4. Wie gesagt, alles kriegen wir sowieso nicht mit. Poppen Pilz nochmal. Nitrat. So. Jetzt kommen wir hier erstmal rein. Weapons. Oh, Rohrbombe. Nice. Das können wir alles gar nicht gerade mitnehmen, weil wir echt voll sind. Dann nehmen wir das gleich mit. Ja, aber klar. Zum Glück haben wir Picklocks dabei. So, dann würde ich sagen, düsen wir jetzt ganz schnell nach Hause. Sehen zu, dass wir leer werden. Und dann kommen wir hier nochmal her. Wow. Was ist das? Battle Mod? Ne, nehmen geht nicht, ne? Wir haben aber... Was haben wir denn für eine Stufe? 4 sogar. Also es ist jetzt... Alles schick und schön. Schienbein. Stoffschienbein. Eine Mod drin, ne? Die Taschen. Okay, das wäre gut, weil es schon Stufe 2 ist. Das haben wir ja, das ist jetzt nicht so schön, das brauchen wir nicht wirklich, das haben wir ja zweimal, eine Shotgun, nur Stufe 1. So, das würde ich mitnehmen, das andere geht alles gar nicht. Gut, das heißt, wir müssen ja echt nochmal herkommen. Gut, aber sehr interessant, also teilweise gute Loot, teilweise nicht so toller Loot. Der hätte, habe ich mir etwas anderes vorgestellt, aber okay. Gut, dann heißt das, wir haben jetzt 15:38 Uhr, das sollten wir in der Zeit locker schaffen. Außer da oben wartet noch eine Horde auf uns. Und irgendwo sind noch Zombies. Ich höre es ja. So, wo sind wir denn jetzt hier? 4. Oh Gott. Jum, jum, jum. Ich muss natürlich in die Spikes rennen. Ich honk, die Donk, man. Irgendwo sind welche. Ich höre es. Ja, moin. Nächstes Mal meldest du dich bitte an, Feuer. Wo kommst du denn her? Giftshop-Laden, alles klar. So. Sind wir jetzt unten? Nein, erste Etage, alles klar. Jetzt sind wir unten. Ne, jetzt sind wir im Keller. Also Erdgeschoss, erste Etage, alles klar. Dann, wo geht's denn hier raus, Ladies and Gentlemen? Ich habe noch Termine. Hier müsste es raus. Ja, genau. Alles klar. Da weiß ich, wo wir sind. Komm, Bob, jetzt ja nicht schlapp machen. Wir sind kurz vom Ziel. So, hier hat schon was drin. Ja, hier könnte ich noch ein paar was reinpacken. Cold Resist. Die Jacke würde ich gerne aufheben, wenn wir mal ins Schneegebiet fahren sollten. Können wir die denn ziemlich anziehen? So, let's go. Einmal zurück in unsere Base. Dann nochmal ganz hoch. Da gucken wir noch. Vielleicht ist ja noch auf dem Dach was. Und dann haben wir endlich das Krankenhaus geschafft. So,
16.17 Uhr. Das sollten wir schaffen. Dann können wir in der nächsten Folge mal wieder eine Nachtschicht einlegen. Da können wir ja schon mal so einiges vorbereiten. Und die Folge dann darauf, würde ich sagen, kümmern wir uns um die Defense. Das ist endlich mal so Basisches für den nächsten Blutmond, der ja schon in 3 Tagen ist. Also es dauert gar nicht mehr so lange. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, aber es ist eigentlich relativ gut abgemessen, ne? Bis jetzt haben wir mal eine große Lootrunde gehabt. 4 Tage. Und jetzt haben wir noch ein paar Tage Zeit für die Defense. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Wir noch einiges noch craften. Zementmixer, Chemietisch. Mal gucken, was wir noch so craften können. Das können wir alles schon mal uns dann morgen quasi in der Nachtschicht anschauen. So. Einmal durchlassen bitte, Dankeschön. So, einmal hier hoch. So. Was haben wir denn? 174, 611, 210 haben wir mittlerweile. So, dann können wir hier schon mal den nächsten Auftrag geben, damit wir die Eisenspikes hinbekommen rechtzeitig. So. Ach, guck an. Ja, dann macht das so. Dann kann das ja auch gleichzeitig einschmelzen. So. Dann das. Ich muss mal noch eine Modkiste zulegen. Das Reparaturkit bleibt. Das ist woanders. Das kann hier rein. Das kann hier rein. So, so, so und so. Doch halt, die Federn können hier rein. 136 Federn haben wir schon. Das kann hier rein. Das kann hier rein. Noch kein Blei gehabt? Doch hier. Gut. So, mal gucken, wie viele Kochtöpfe wir jetzt mittlerweile haben. So, 11 Stück. Ja, willst du mich verarschen? Das ist. Okay, die Mod haben wir schon einmal. Dann haben wir die. Ja, komm, hau weg. Water Purify Mod. Das müssen wir uns mal in Ruhe angucken. Ich hau die mal. Ne, die haben wir drüben noch irgendeine Mod. So, Kaffee. Jawohl, den Kaffee würde ich gleich mal nutzen. So. 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 Let's go. Dann kannst du das hier schon mal hintun. Guck mal an, hier. Kannst du das schon mal essen? Das schon mal essen. So. Kleber. Irgendwann fahre ich hier noch runter, ey. Der Kleber kommt hier hin. Das kann hier hin. Das genauso. Water Purifying Mod. Warte mal, wir tun erstmal das hier hin. So. Schlagring. Hiermit erstmal rein. Hab ich die nicht hier reingeräumt? So. Dreckiges Wasser haben wir hier mit drüben rein. Und Samen haben wir hier mit rein. Und dann haben wir doch erstmal alles soweit wieder. Die Blechdosen. Na komm, die können wir mal aufheben. Zack. Das sieht gut aus. Wie sieht es mit dem Kaffee aus? Den nehmen wir mit. Das schalten wir aus. Hier nochmal schnell ins Fahrrad. Dann haben wir es 18 Uhr. Das ist eigentlich ganz gut. Dann schaffen wir das locker bis 22 Uhr wieder zurück in die Base. Wir sind zwar ein bisschen drüber schon mit der Zeit, aber egal. Das machen wir jetzt fertig. Wenn nicht mal nochmal eine Folge ins Krankenhaus müssen, das wär's. So, Kohle. Brocken, wartet mal, zack, zack, tierische Fette hat man drüben, glaube ich, Kohlebrocken genauso, die brauchen wir für die Munitionsherstellung, tierische Fette kommen hier hin,
Kohlebrocken hier hin. Und Schiefer auch. Gut, dann haben wir alles. Perfekt. Der Hunger ist wurde auch ein bisschen jetzt gestillt. Sind jetzt bei 77 Stamina. So. Und wir müssen auf jeden Fall dann demnächst auch Holz farmen. So viel Holz haben wir ja gar nicht mehr. Jetzt düsen wir aber erstmal ein letztes Mal zum Krankenhaus zurück. Was wir für Loot dort rausgeholt haben und was wir für Zombie-Horten dort erlebt haben. Das ist schon krass. Hätte ich niemals gedacht. Dass wir dort eine Weile drinnen verbringen werden, das auf jeden Fall, weil das Krankenhaus ja enorm groß ist. Aber die Massen an Zombies, vor allem Zombie-Horten direkt, diese ganzen Gruppen. Und dann die Masse an Loot, was wir da rausgeholt haben. Ja, angebissene Schnitte. Bonbonschachtel. Weil wir hier sind. 18:30, das sollten wir locker schaffen. Noch eine Bonbonschachtel. Hier läuft ein Zombie, den ignorieren wir jetzt. So, let's go. Ein letztes Mal ins Krankenhaus. Der nächste Zombie. Gut. So, einmal hier rambiegen. Dankeschön. So, drehen wir auch gleich einmal. So. Jetzt ist mal hier rein. Dann schauen wir mal nach, falls da oben doch mal irgendwo etwas auf uns wartet. Ich habe so das Gefühl, dass da noch etwas kommt. So. Zack. So. Ja, erhol dich erstmal mit deiner Stamina. Kannst auch gerne noch ein Käffchen trinken zwischendurch. Alles kein Ding. Wir sind der Welt offen. Entschuldigung. So. Einmal zack. So, jetzt gehen wir hier nochmal alles durch. Das nehmen wir natürlich wieder mit. Da war nichts drin. Hier waren viele Sachen drin. Unter anderem das. Tragen. Ach, das ist Stufe 4 gewesen. Ja, Stufe 4 ist cool, ne? Was hat denn das aber? Light Armor Rating 7. Heavy Armor 13. Ah, ist halt schlechter, ne? Obwohl Stufe 4 ist. Dann nimm das mal raus und das raus. Wohl natürlich. Dann die Mozi. Ach, hier kannst du. Ach, und du kannst hier nur eins reinhauen. Aha, okay. Ja, das ist schon wieder voll uncool, ne? Was nimmst du mit? Rohrbombe, da war drei Stück vor allen Dingen gleich mal, ne? Was kannst du mitnehmen? Leer, leer, leer. Das haben wir alles. Leer. So, auch leer. Gut. Dann haben wir hier alles rausgeholt. 19:30 Uhr, komm. Bevor hier noch Zombies oben sind. Im Moment ist alles ruhig. Natürlich. Im Moment ist alles ruhig. Ein Dicker! Ein Dicker! Mmh, lecker, 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 lecker! Baue dich mal hier auf. Ich glaube, die Rohbombe ist ganz gut, oder? Was ist hier denn los? Ja, leg mich am Arsch. Was ist hier denn los? Oh Gott.
glaube ich, eine ganz gute Lösung. Oh, das ist der Tod. Oh, ne, hier geht's noch lang. Gott sei Dank. Ja, keine Zombie-Horde mehr, ne? Zwei Stück. Ich habe sie schon wieder vergessen. Was ist das denn für ein Showdown hier? Ja, lade nach in Ruhe. Sind ja nur zwei riesengroße, fette Zombies. Lade nach in Ruhe. Lass dir Zeit. Wow, hast du jetzt gerade eine Rohrbombe geschmissen, ohne die vorher zu zünden? Sehr clever, Kerl, bist du echt. Jetzt zünd ich die. So. Weg da. Sehr gut. Aber manche stehen halt noch mal auf, ne? 48. Der ist tot. Der ist tot. Den Rest haben wir, glaube ich, mit den Rohrbomben. Doch, die Rohrbombe ist effektiv. Die richtet kaum Schaden an, aber... tötet Zombies. Wie geil ist das denn? Ich glaube, wir müssen immer ein paar Rohrbomben einstecken. Haben. Vier Geier! Von zweien war die Rede. Uno Momento. Ist erstmal das. Komm erstmal runter. Du wirst ja kirre, ey. Das haben wir noch. Können wir uns noch reinschmeißen? So. Die ist nachgeladen. Die ist auch nachgeladen, okay. Boah. Ich glaube, wenn jetzt. War hier nicht eine Treppe mal? Haben die jetzt weggekloppt? Ich glaube, wenn dieser Ausgang hier nicht gewesen wäre, wäre das unser sicherer Tod gewesen. Ich kann hier nichts bauen. Weil, alles klar. Dieser Pfosten hier am Weg ist... ja, natürlich 1000. Was soll's? Ist gleich 21 Uhr. Ich bin froh, wenn ich in unserer Base bin. Waren das denn jetzt? Das war ja nochmal on top obendrauf an Zombie-Horde, ey. Was ist das jetzt? Ich nehme dich mal mit. Ich trau mich mal hoch. Ich denke mal, das wird es gewesen sein, oder? Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Ach, und das war dieser separate Aufgang gewesen hier hoch. Ach du Scheiße. Mit Glück haben wir den anderen Weg genommen. Da haben wir den Loot zuerst gefunden, bevor wir uns hier mit den Zombies auseinander hätten und setzen müssen. Gut, dann würde ich sagen, war das eine neue Folge von 7 Days to Die. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr es ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich. Und mein Kanal würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und wir haben es endlich geschafft. Wir haben das Krankenhaus durch. Ich werde jetzt offscreen dahinter düsen zu unserer Base. Und da sehen wir uns dann quasi zur Nachtschicht hier in 7 Days to Die. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut.